Okay. Hm. 28. April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nicht umsonst gewesen. Hm. Es ist nicht umsonst gewesen. So, so leicht sagt es das, ne? So leicht sagt sich das. Offenbar nicht entfernen, ohne den Wirt zu töten. Es wäre also das Todesurteil für die Kleine. Und jetzt wollen sie mein Einverständnis. Die Prüfungen werden immer härter und härter, nicht wahr? Es soll nur zu Ende sein. Es muss sein. Das ist echt blöd, dass das bedeutet, entweder die Menschheit wird gerettet, weil es dann einen Impfstoff gibt und Ellie muss dafür sterben, oder ja, oder das Ganze bleibt immer noch so, wie es jetzt ist. Das ist es ja. Das ist es. Das ist ja der ganze Käse. Das ist alles nicht so einfach. Besonders wenn man vor dieser Entscheidung steht, ne? Das muss harter Tobak sein. Echt harter Tobak. Na komm, öffne die Tür. Super Türöffner. So. Oh. Ne, die Axt habe ich noch. Fertigung, Heiltempo. Machen wir das hier voll. So, dann am beiden. Muss ich beim nächsten Durchgang machen.
So. Hier war ich auch noch nicht drin. Haben wir hier 15. März. Wir haben endlich die Grenzen von Ura überquert. In einigen Tagen werden wir wieder bei den anderen sein. Heute ist die Mannschaft bei bester Laune. Ich habe mir Sorgen um ihre Moral gemacht. Seit Greg und Tina letzte Woche von uns gegangen sind. Es tut gut, sie mal wieder lachen zu hören. Robin kam zu mir und sagte, danke, dass du auf uns aufpasst. Marlene, es war eine kleine Geste, aber ich habe sie gebraucht. 26. März. Ellie hat es nie geschafft. Wir haben das Krankenhaus erreicht. Es wurde gefeiert. Zumindest von den anderen. Sie freuen sich, ihre alten Freunde wiederzusehen. Manche von ihnen haben wir seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen. Nachdem sie mir die Neuigkeiten berichtet hatten, konnte ich nicht essen. Ich konnte nicht mit niemandem sprechen. Ich wollte dankbar sein dafür, dass ich noch lebe. Aber jetzt will ich nur die Augen schließen. 24. März. Sie sehen mich an und ich weiß, was sie denken. Sie denken, dass wir ein paar unfähige Anfänger sind. Was hätte ich tun sollen? Ich dachte, ich würde sterben. Meine Männer wurden von gesamten Bataillon Bosner Bataillon gejagt. Ich musste aus der Stadt schaffen. Wie hätte ich wissen sollen, dass die Firefly-Eskorte bereits tot war? Verdammt. Ich bin in Panik geraten. Letztlich sind meine Wunden schnell verheilt und meine Männer waren fähiger, als ich es erwartet hatte. Mehr als ein Handvoll überlebten den Angriff der Armee. Ich hätte sie bei mir behalten sollen. Stattdessen habe ich sie in die Hände von Schmugglern gegeben. Ich habe dich enttäuscht, Anna. Ich habe uns alle enttäuscht. Ich bin eine unfähige Anführerin. Ich bin eine unfähige Anfängerin. 25. April. Ich kann nicht mit Ihnen reden.
Ich halte die Blicke nicht mehr aus. Hier kann ich nicht bleiben. 28. April. Einer unserer Kundschaften hat uns gerade angefunkt. Er hat gesehen, wie ein älterer Mann und ein junges Mädchen den Tunnel beim Busbahnhof betreten haben. Er sagte, sie konnte rothaarig sein. Ist sicher, da aber nicht. Sei sich aber nicht sicher. Was, wenn sie es ist? Hör auf, Marlene. Der Angriffstrupp wird sich auf den Weg machen. Ich werde mich ihnen anschließen. 28. April. Wenn du dich in der Dunkelheit verirrst hast, such nach dem Licht. Sie lebt. Sie führen jetzt die Tests an ihr durch. Ich kann nicht sagen, ob ich aufgeregt, ängstlich oder bloß nervös bin. Ich weiß nur, dass meine Hände nicht aufhören zu zittern. Ja. I'm shaking. Okay, hier ist soweit sonst nichts. Okay, dann gehen wir mal weiter. Vom Ziel müssen noch so viele Gegner auftauchen wieder. Du etwas gehört? Finden wir es raus. Wow. Ah, fuck, Mann. Gib mir Deckung. Ich hab ihn. Nimm einen Schluck. Okay. Das war dumm gelaufen. Okay. Das kriegen wir hin. Wir müssen es nur besser angehen. Er hat die Kleine von Pittsburgh hergebracht. Mehr weiß ich nicht. Marlene wollte ihn unbedingt selbst befragen.
Was? Was zum... Ich hab was gehört. Da drüben ist irgendwas. Er ist mit uns hier drin. Lass nicht zum Kind schaffen. Er ist hier drüben. Komm schon. Das verschafft mir die Zeit. Hey, Anna. Es ist schon so lange her. Ich habe gerade die Operation eingewilligt. Ich bezweifle, dass ich eine Wahl hatte. Mich zu fragen war eher Formalität. Du musst wissen, dass ich mein Versprechen gehalten habe. Obwohl ich sehr viel zu tun hatte, war sie mir wichtig. Ich hätte alles für sie getan und manchmal... Damals auch. Ich soll den Schmuggler töten. Aber ich werde nicht den einzigen Mann hier töten, der die Schwere dieser Entscheidung begreift. Vielleicht vergibt er mir. Du fehlst mir, Anna. Ellies Mutter da wirklich mit auch einverstanden wäre. Vielleicht hätte man Ellie das selber sagen sollen. Ach, keine Ahnung. Na gut. Auf zum Ende. Gut. Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie an die Leben, die wir retten können. Unsere Zukunft. Nein! Sie widerliches Schwein! Harry, halt die Klappe! Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh Mist. Er trägt sie zur Pädiatrie. Hierher kommen, jetzt! Schneller.
Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickern in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihr nur folgen. Vorsichtig. Wir müssen wohl laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Pass auf deinen Kopf auf. So. Ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ja. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest ihr gefallen. Ja. So, hier müsste noch was sein. Ja. Ich glaube, insgeheim weiß Ellie, dass er sie angelogen hat. Das macht ihr Eindruck gerade bemerkbar. Also sie war sich wohl damals noch nicht so sicher, glaube ich, gewesen. Oh. Da. Wir sind fast da.
ist nicht mehr weit. Jackson County. Hier, ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Okay, na komm. Hey, warte. Damals in Boston. Als es mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör es aber mir. Es... Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Ja. Und damit haben wir wieder mal The Last of Us durchgeschafft. Zum vierten Mal mittlerweile. Aber trotzdem, es ist immer wieder ein Vergnügen, dieses Spiel zu spielen. Immer. Macht immer noch sehr viel Spaß. Verdammt viel Spaß. Und es ist auch immer noch wieder jedes Mal mitreißen in gewissen Situationen. Sei es jetzt der Anfang, wo er seine Tochter verliert, dann das mit Tess oder die beiden Brüder und ja, und was noch alles. Und natürlich das Ende. Wenn man bedenkt, in den meisten Situationen entscheidet man sich meistens dafür, lieber ein Leben zu opfern und damit mehrere zu retten, als umgekehrt. Aber Joel hat sich so in der Zeit so sehr an Ellie gewöhnt, dass sie quasi wie eine zweite Tochter für ihn war. Und am Schluss konnte er es nicht überherbringen, sie auch noch wieder zu verlieren, quasi. Das hätte er vielleicht nicht verkraftet. Und deswegen hat er dann eben so entschieden, wie er es jetzt entschieden hat. Ne? Und ja, mit den Konsequenzen musste er dann ja leben. Ellie hat ihn zwar gesagt, sie glaubt ihm. Aber an ihrem Gesichtsausdruck hat man gesehen, dass sie das immer noch angezweifelt hat. Ja. Oh Mann. Aber wie wäre hätte es dann weitergegangen, wenn Joel sich doch dafür entschieden hatte, ihn entschuldigt. Ich meine, okay, wenn der Impfstoff da gewinnt, wäre ja der zweite Teil sinnlos, oder? Dann wäre ja die Pandemie ja quasi vorbei mit dem Impfstoff und hätte nur noch die Reste beseitigen können, die alle infiziert sind und so.
Und das war's. Und das hätte im zweiten Teil. Oder, ja, das Ganze ist dann in die Hose gegangen und so. Und, ja, aber dann wäre ja Ellie auch komplett umsonst gestorben, dann quasi, ne? Naja, wir wissen ja, wie es jetzt weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Naughty Dog sich für den dritten und vermutlich auch den letzten Teil scheinen werden. Denn jeder der Teile hat ja bis jetzt immer so ein Thema gehabt. Der erste Teil hat ja Verlust und Liebe und Verlust gehabt oder so. Der zweite Teil hat Rache und Zorn gehabt. Ja, was könnte der dritte Teil für ein Thema haben? Hoffnung und Hoffnung. So, keine Ahnung. Auf jeden Fall Hoffnung, denke ich mal. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit. Und am Ende von Teil 3 wird sich Ellie dann doch noch dafür entscheiden, sich zu opfern, um alles dann richtig zu machen. Da hat sie dann alles erreicht oder hat alles verloren. Keine Ahnung, was dann noch kommen soll. Wir wissen ja nicht, was Ellie jetzt am Ende von Teil 2, wo sie hingegangen ist. Sie nach Jackson County zurück, um ihre Freundin da wieder zu holen, oder ist sie woanders hingegangen? Vielleicht macht sie sich einfach auf den Weg, um jemanden fähig zu finden wie der Chirurg da, und damit sie doch noch einen Sinn für ihr Leben bringt und somit ja doch noch die Menschheit retten kann. Oder zumindest was von der übrig geblieben ist. Naja, es ist einfach nur momentan nur Spekulation von mir. Aber so könnte es eventuell sein. Aber im Endeffekt müssen wir es einfach abwarten, bis Naughty Dog uns den dritten Teil präsentieren wird. Was aber noch eine ganze Weile dauern wird. Wir haben ja erstmal noch ein anderes Projekt in der Mache, worüber sie aber noch nicht geredet haben. Und angeblich vielleicht ein weiter Teil des Spin-off von Uncharted mit diesen beiden Damen da. Mit Chloe und ich weiß gar nicht, wie die andere Dame heißt, diese Söldnerin da. Oder es wird doch noch irgendwie insgeheim ein weiterer richtiger offizieller Uncharted mit Drake. Keine Ahnung, man muss abwarten. Auf jeden Fall wird es in The Last of Us Part 3 dann auf jeden Fall wie bei den ersten zwei Teilen jeweils an der Ende der Konsolen-Ära erscheinen. Teil 1 kam ja Ende der PlayStation 3-Ära, Teil 2 Ende der PlayStation 4-Ära. Ja, dann müssen wir noch warten, bis es die PlayStation 5-Ära zu Ende ist. Vielleicht geht es ja doch eher, keine Ahnung, wir werden sehen. Kommt auf an, wann sie sich dran machen. Vielleicht sind sie ja schon dran, man weiß es nicht. Vielleicht wird das neue Spiel ja gleich schon The Last of Us Part 3, statt so lange zu warten. Aber das wissen wir erst, wenn Naughty Dog das neue Spiel offiziell angekündigt haben wird. Ob es noch dieses Jahr auf der diesen Game Awards sein soll, die im Dezember stattfindet, man weiß es nicht. Ich glaube eher weniger. Zumindest dieses Jahr nicht. Vielleicht im kommenden Jahr auf der E3 oder auf der Games Convention oder erst nächstes Jahr zur der Game Awards 2023. Mal abwarten. Mehr können wir sowieso nicht machen. Nicht wahr, Leute? Ja. Bevor ich hier mir noch einen Wolf rede, bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch allen, die hier zugesehen haben, sei es jetzt hier live bei Twitch, im Chat oder anonym einfach zugesehen haben, oder ihr
die das im Nachhinein bei YouTube angucken. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst hier bei Twitch einen Follower da und bei YouTube einen Daumen nach oben und natürlich auch ein Abo, falls euch die ganzen Let's Play Projekte von mir euch gefallen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr auch kommentieren würdet, was euch gefällt, was euch weniger gefällt. Denn Kritik und Anregungen sind immer sehr gesehen und auch sehr wichtig für jeden YouTuber. Ansonsten kann ich mich nochmal bei euch bedanken und wünsche euch noch eine angenehme Nachtruhe, einen guten Start in die neue Woche. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Projekt wieder. Was es sein wird, weiß ich nicht. Ich muss dann auch noch Lollipop Chainsaw noch zu Ende machen. Das werde ich vielleicht auch noch die Tage machen. Dann kommen die Parts dann auch bei YouTube auch hoch. Dann ist das Projekt auch beendet. Und dann, wenn gute Fox Commander dann auch noch irgendwann Zeit hat, werden wir auch noch ein paar Projekte machen. Zum Beispiel das Turtles-Spiel. Return of Shredder heißt es, glaube ich, ja. Dieses neue Ebene. Und eben noch ein paar andere neue, die wir auch noch in Planung haben. Wir werden das aber rechtzeitig auf unseren Discord-Server ankündigen. Also, falls ihr gerne vorbeischauen würdet, da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Link poste ich hier in den Chat. Und eben in der Videobeschreibung bei YouTube steht es sowieso. Ja. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt auf jeden Fall gesund und munter. Und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder hier beim Livestream. Also, haut rein, Leute. Euer Albert Wesker.